Hallo, guten Morgen. Heute geht es um ihn. Die wenigsten werden ihn kennen auf dem Bild, die Älteren vielleicht schon. Und zwar geht es um Errol Flynn, Hollywood-Legende. Einer meiner Lieblingsschauspieler, wenn nicht sogar der Lieblingsschauspieler. Was nicht heißt, dass es der beste Schauspieler war von Hollywood, aber er hat ein besonderes Charisma gehabt. Ich habe auch schon etliche Bücher über ihn gelesen. Es gibt kaum mehr Geschichten und kaum mehr Mythen über einen Schauspieler als über Errol Flynn. Gut aussehender Mann gewesen, bei der Damenwelt überaus beliebt, und das hat er natürlich auch ausgenutzt. Er hat einen zerstörerischen Lebenswandel geführt. Er ist nicht alt geworden. Geboren 1909 in Tasmanien, Australien. Sein Vater war Meeresbiologe. Und er hat ein unstetes Leben geführt. Schulabbrecher, guter Sportler, zweifelhafter Charakter, möchte ich mal sagen. Das müsst ihr euch selber mal durchlesen, dem seinen Lebensweg es gibt unzählige Geschichten über ihn. Und irgendwann ist er dann über Umwege in Hollywood gelandet. Anfang der 30er Jahre hat er eine damals schon bekannte Schauspielerin, Lily D'Amita, geheiratet. Die hat ihm ein bisschen die Tore geöffnet. Und dann kamen die ersten großen Rollen. Unvergessen, die Rolle als Robin Hood, König der Vagabunden. Das war der Erfolg, der ihn zum Superstar gemacht hat. Losgegangen ist mit Captain Blood, einer Piratenrolle. Also diese Mantel- und Degenrollen, das war sein Ding. Er konnte gut fechten, er sah gut aus, er war sportlich. Und das bloß mal als Vorgeschichte zu einem Film, wo ich euch vorstellen will. Das Buch hier, das habe ich mir so 1981 oder 82 gekauft, habe es damals verschlungen. Da sind alle Filme von ihm beschrieben und auch sein Leben. Und ich habe versucht, so viele Filme wie möglich damals zu schauen, die im Fernsehen ausgestrahlt wurden, aber es waren immer dieselben, fast immer dieselben. Die große Zeit von Errol Flynn war einfach, sagen wir mal, von 1936 bis 1900, gehen wir mal hoch in 1944, dann ging die Kurve steil bergab mit der Qualität seiner Filme. Bis dahin hat er sich auch schon ziemlich gesundheitlich ruiniert gehabt, durch exzessiven Alkohol, Drogenkonsum, Frauengeschichten. Sein Äußeres hat dann sichtlich gelitten, obwohl er noch gar nicht so alt war. Aber heute geht es um einen Film, den ich bis vor 2 Wochen noch nie gesehen habe, der noch nie irgendwo im Fernsehen ausgestrahlt wurde, oder ich habe es doch halt dann verpasst. Und zwar geht es um den Film Auf Ehrenwort. Auf Englisch Uncertain Glory. Den habe ich bei eBay entdeckt. Noch nie vorher gesehen. Meistens gibt es bloß Robin Hood zu kaufen. Oder Herr der Silberminen, Western. Aber der Film, den kannte ich wohl aus dem Buch. Und auch die Geschichte, aber gesehen habe ich noch nie. Jetzt erzähle ich mal ein bisschen was über den Film. Der ist von 1944. Regisseur war Raoul Walsh, mit dem er seine besten Filme gedreht hat als Regisseur. Und zwar geht es um einen Raubmörder, er hier, Errol Flynn. Jean Picard heißt er, und der wurde zum Tode verurteilt. Das spielt während der deutschen Besatzung von Paris. Und es geht los, dass dieser Jean Picard, Errol Flynn, zum Schafott geführt wird, zum Fallbeil, zur Guillotine. Er steht schon vor der Guillotine und ihm wird der Hemdkragen mit der Schere runtergeschnitten, dass der Hals frei liegt. Und in dem Augenblick gibt es Fliegeralarm. Die Engländer bombardieren Paris. Und während des Bombenangriffs entkommt dieser Jean Picard und flüchtet. Der zum Tode verurteilte Raubmörder. Also er spielt nicht nur Ehrenmänner hier, er spielt einen sehr zweifelhaften Charakter. Sein Anti-Helden, würde ich sagen. Und was macht dieser Jean Picard? Er flieht zu einem
ehemaligen Komplizen, zu einem Bekannten, zu einem anderen Gauner in seine Wohnung, der da gerade mit seiner Freundin am Gange ist, und er presst ihn, dass er ihm Kleidung gibt, Geld gibt und einen Pass besorgt. Er will nach Spanien flüchten. Er setzt ihn massiv unter Druck, so willigt sein Freund ein und besorgt ihm einen falschen Pass. In der Zeit, wieder, da kommt sein Charakter wieder voll zum Zuge, umgarnt er und verführt er die Freundin von dem Freund, der ihm gerade hilft, währenddessen der ihm den Pass besorgt. Also er ist schon ein Anti-Held in dem Film, und er flieht dann Richtung Spanien, kommt da nicht über die Grenze, und der französische Kommissar, der ihm schon seit Jahren auf den Fersen ist, der ihn auch ins Gefängnis gebracht hat, nimmt die Verfolgung auf. Der bekannte Polizeiinspektor Marcel Bonnet von der Sûreté, der stellt ihn dann auch, nimmt ihn gefangen und will ihn zurückbringen aufs Schafott. Da aber die Résistance einen Anschlag auf die Bahnlinie macht, sind die beiden Akteure, der Inspektor und der Raubmörder, gezwungen, in einer kleinen französischen Ortschaft Station zu machen, bis die Bahnlinie repariert ist. Es werden dann die Verantwortlichen für diesen Bombenanschlag gesucht, für diese Brückensprengung, und da sich keiner meldet, wollen die Deutschen 100 Geiseln erschießen. Und jetzt kommt wieder dieser Jean Picard zum Zug. Man weiß nicht, will er die Chance nutzen, um zu fliehen, oder meint das ehrlich, und das geht bis zum Schluss vom Film. Er macht dem Inspektor den Vorschlag, sich zu melden, dass er das war, den 100 Franzosen das Leben zu retten, und er will lieber vom Erschießungskommando enden, wie auf dem Schafott. Währenddessen entspinnt sich dann eine Liebesgeschichte zwischen einer jungen, unschuldigen Französin und wieder Errol Flynn natürlich, der die wieder umgarnt und versucht zu verführen. Man ist sich nicht ganz sicher, meint das ernst oder ist er wirklich sein Drecksack? Ich lasse euch überraschen, wie der Film ausgeht. Es geht bis zur letzten Minute, diese Entscheidung, was passiert. Dieser Film war tatsächlich noch nie im Fernsehen. Ich habe mich gefreut, dass ich ihn bekommen habe. Haben auch ein paar andere mitgeboten, weil es ja nicht ganz einfach, den zu kriegen. Das ist eine Filmbörsen-DVD. Werdet ihr wahrscheinlich nicht in den Genuss kommen, den zu sehen, weil er, wie gesagt, im Fernsehen nie läuft. Ist als eher kommerziell wahrscheinlich nicht so erfolgreich gewesen wie die anderen Filme. Aber schaut mal nach, recherchiert mal, schaut euch auf YouTube ein paar Filme an. Zum Tasmanian Devil, zu Errol Flynn, zu seinem verruchten Leben, zu seinem spektakulären Ende. 50 Jahre ist er alt geworden. Gestorben 1959. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus.